Wir kochen heute ein traditionelles deutsches Fischgericht, eine Forelle-Müllerin-Art. Mein Name ist Thomas Neumann. Beginnen wir mit unserer Forelle. Dazu nehmen wir unsere frische Forelle. Deutscher Süßwasserfisch, sehr angenehm im Geschmack. Ist schon gesäubert und gewaschen, sollte auch so sein. Wird als erstes gesalzen und gepfeffert. Ich verzichte bei der Forelle erstmal auf die Zitrone. Ich denke, das nimmt immer den Fischgeschmack weg. Wird meliert. Nicht zu knapp, dann wird die schön knusprig. Lassen wir erstmal liegen. Als nächstes setzen wir uns eine Pfanne auf dem Herd mit reichlich Öl. Die Forelle soll schroff angebraten werden, etwas anfrittieren, damit die Haut schön knusprig wird. Das Öl sollte schön sprudeln. Und dann drehen wir die Hitze etwas weg, dass sie von außen nicht verbrennt, und lassen die Forelle vor sich hin braten und schauen später nochmal nach. In der Zwischenzeit bereiten wir die Zutaten für unsere Schwenkkartoffeln vor, das Gemüse. Wir haben dazu einen Sellerie in dünne Scheiben und Karotte, ebenfalls dünne Scheiben, und schneiden uns davon schöne Streifen runter. Das gleiche passiert mit dem Sellerie. Die Streifen sollten nicht zu dick werden. Kann ruhig etwas filigraner werden. Das Ganze geben wir wieder in eine Schüssel. Und dazu habe ich dann noch schon in Ringe geschnittene Lauchzwiebeln. Die Enden von den Lauchzwiebeln nehmen wir dann zur Deko. Das heißt, wir heben die auf. Die Kartoffeln werden vor der Zubereitung nochmal heiß gesetzt in heißem Wasser. Wir schauen in der Zwischenzeit mal noch unsere Forelle. Die hat schon eine sehr schöne Farbe. Dann drehen wir die Forelle um. Und lassen sie auf der anderen Seite weiter braten, dass sie auch eine schöne Farbe bekommt. Sieht groß aus, eine Forelle, braucht aber gar nicht so lang. Sogar 10 Minuten, Viertelstunde. Wir lassen jetzt einfach weiter braten und schauen später nochmal nach. Für unsere Kartoffeln benötigen wir wieder etwas Öl, nicht zu viel, und etwas Butter. Zu Gemüsekartoffeln sind wir eine etwas andere Beilage als die klassische Salzkartoffel. Ist etwas rustikaler mit unserem Wurzelgemüse. Da geben wir zuerst unsere Kartoffeln rein, im Ganzen. Am besten etwas kleinere Kartoffeln, sieht schöner aus. Und direkt hinterher unser Gemüse. Und für die rustikale Note noch gezupften Thymian. Einfach mit dazu streuseln. Macht die ganze Sache etwas interessanter. Jetzt bräunen wir das noch ein klein wenig an. Dann geben wir noch unsere Lauchzwiebeln dazu. Im Prinzip spart man sich dann bei anderen Gerichten, sollte man solche Kartoffeln dafür verwenden, schon die Gemüsebeilage, alles aus einer Pfanne. Selbst für die moderne Küche heute optimal. Und dann schieben wir das beiseite und lassen es etwas ziehen. Wir schauen nochmal nach unserer Forelle. Sie hat sich auf der anderen Seite verbrennt. Die sieht sehr gut aus, kann noch ein wenig braten. Und in ein paar Minuten ist sie auch schon fertig. Im Übrigen kann man ganz leicht feststellen, wann die Forelle gar ist. Und zwar eine Rückenflosse. Wenn diese sich leicht vom Rücken trennen lässt. Hier noch nicht ganz. Ist die Forelle gar, fällt die Flosse schon fast von alleine raus. Da sie im Fleisch verankert ist, und wenn das Fleisch gar ist, ist es halt weich. Und die Flosse fällt ab. So, als nächsten Schritt zerlassen wir unsere Butter. Das ist, je nach Bedarf kann das reichlich sein oder weniger, wie man halt mag. Am besten vielleicht etwas mehr zum Dazureichen. Die Forelle ist gar, dann können wir die schon anrichten. Dazu nehmen wir uns eine Palette. Zur Not tut es auch ein großer Löffel oder eine Schaumkelle. Und richten hier von der Platte an. Kann man halt schön auch davon essen.
Zur Not tut es natürlich ein großer Teller. Dann haben wir hier noch unsere Gemüsekartoffeln. Das riecht schon rustikal. Das restliche Gemüse, das geht man darüber. Ich denke, wenn Sie Verwandte und Bekannte einladen, das sieht doch ganz nett aus. Das ist mal was anderes. Zur Deko habe ich jetzt hier noch ein bisschen Eichblattsalat, 2 Ecken Tomaten. Dann haben wir noch eine Zitrone. Da machen wir jetzt eine Krone draus. Das ist ganz einfach. Und zwar stechen wir mal bis fast ganz durch Zacken in die Zitrone. Das ist wirklich einfach. Für die, die schon immer wissen wollten, wie das funktioniert. Und dann kann man die in der Mitte auseinanderziehen. Die legen wir als Deko noch an. Und wenn die Butter schon schön schäumt, nehmen wir so eine drüber zu unserer angerichteten Forelle. Frische Petersilie, ganz wichtig, ganz viel. Macht die Sache rund und übergießen die Forelle mit der Butter. Zum Abschluss dekorieren wir unseren Salat noch mit den aufgehobenen Spitzen vom Frühlingslauch. Und fertig ist unsere Forelle Müllerin Art. Und nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Zubereitung. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de